Gut, dann fange ich mal an. Also ich wollte diesen Vortrag eigentlich schon ewig halten. Eigentlich seit ich das erste Mal gemacht habe, was vor Jahren war, da habe ich das alles noch mit Pulsaudio gemacht. Aber inzwischen habe ich das Ganze in Version 2, als ich quasi renoviert habe. Ich mache mir halt irgendwie Gedanken darüber, wie kann ich meine Geräte, die ich an meinem Schreibtisch habe, mit meinem Rechner und meinem Laptop teilen. Damit ich halt nicht umstecken muss. Und das ist im Wesentlichen, worum es gehen soll. Wie kann ich das für bestimmte Geräte tun? Und wenn wir so drüber nachdenken, was auf so einem Schreibtisch rumsteht, dann haben wir da Bildschirme, wir haben Tastatur, Maus, Lautsprecher, Mikrofon und Webcam. Also die Klassiker sind, die man irgendwie am Rechner braucht, wenn man irgendwie arbeitet. Und so für Maus und Tastatur, da gibt es so Lösungen wie Synergy oder so, und die habe ich auch schon mal eingesetzt. Inzwischen bin ich davon aber wieder weggegangen. Inzwischen habe ich einfach eine Logitech Master Setup Maus und Tastatur, und da habe ich mehrere USB-Receiver, die einfach an beiden Geräten hängen, dann kann ich hin und her wechseln. Das funktioniert irgendwie stabiler, und die Bildschirme, ja, die sind halt im Automodus. Also wenn man da quasi jetzt nur den Laptop ansteckt, dann nimmt der Laptop sich die Bildschirme. Und wenn ich quasi den PC vorher anschalte, dann hat der PC halt sich die Bildschirme schon genommen. Und ich musste auch eigentlich nicht hin und her wechseln im Normalfall. Und was so ein bisschen nerviger ist, sind so Lautsprecher, Mikrofon und Webcam. Ich habe das früher mal gemacht, indem ich quasi USB-Hubs genommen habe. Und es gibt auch so USB-Switches mit einem physischen Knopf, wo man hin und her wechseln kann. Die haben dann aber auch nur beschränkt viele Ports, und ist dann auch irgendwie nervig, wenn man quasi den Lautsprecher umwechselt mit dem Knopf und sich dann der digital zu Audio analog der analog zu Digitalkonverter quasi resettet und dann so ein lautes Geräusch auf den Lautsprechern rauskommt, wenn man umschaltet. Ist dann auch irgendwie etwas nervig. Und vor allen Dingen haben die auch nicht so viele Ports, und wenn man dann quasi die Ports mit Sachen schon irgendwie belegt hat, dann kann man diesen USB-Switch halt nicht mehr für USB-Sticks und andere Dinge verwenden. Und USB-Hubs-Chain war auch immer nicht so eine gute Lösung. Und deswegen ist eigentlich die Idee, das anders zu machen. Und zwar mit einem dritten Gerät. Also quasi man nimmt sich den Lieblingscomputer von allen Hackern, den Raspberry Pi, hängt den noch unter seinen Schreibtisch drunter, und dann hängt man seinen Lautsprecher, sein Mikrofon und seine Webcam einfach da dran und lässt die über Netzwerk miteinander reden. So, das Grobe. Dafür habe ich quasi das jetzt an meinem Schreibtisch so gemacht, dass ich ein eigenes VLAN aufgemacht habe, weil ich möchte nicht, dass das restliche Heimnetzwerk in der Lage ist, auf meine Webcam zuzugreifen oder auf mein Mikrofon oder auf meine Lautsprecher zu spielen. Und dementsprechend habe ich mir einen Switch besorgt, der managed ist, also VLANs kann. Und dann habe ich quasi ein eigenes VLAN zwischen meinem Desktop-Rechner, dem Laptop und dem Raspberry Pi aufgespannt. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich mache das ganz gerne mit systemd-network.de. Das ist irgendwie relativ übersichtlich. Man legt halt sich so ein paar Config-Files an. So im Wesentlichen, also das ist jetzt auf dem Raspberry Pi. Man braucht drei Files. Einmal eine Netzwerk-Definitions-File, ein Netzwerk-File und zwei Netzwerk-Files. Das Netzwerk-Definitions-File, das sieht eigentlich so aus: Man sagt, wie soll das Ding heißen? Und dann sagt man, dass das ein VLAN ist, und dann sagt man dem VLAN halt noch, welche ID das hat. Die ID ist prinzipiell egal, falls ihr da irgendwie schon ein komplizierteres Setup bei euch zu Hause fahrt, ist halt irgendwie wichtig, dass ihr da eine ID nehmt, die nicht schon von was anderem belegt ist, damit ihr da keine Clashes habt. Zurück. Dann gibt es das Netzwerkfile hier unten, was im Prinzip den normalen DHCP auf dem normalen Netzwerkinterface aufmacht. Sozusagen das Raspberry Pi holt sich aus einem Heimnetzwerk darüber jetzt seine IP. Und dann gibt es hier noch diese schöne weitere Zusatz, dass man sagen kann: Hey, auf diesem Interface, also auf diesem Interface, habe ich jetzt noch dieses VLAN, was man hier vorher definiert hat. Also im Prinzip der Name, der hier drin steht, ist der Name, den man hier im NetDev-File angelegt hat. Und dann kann man danach noch das Netzwerk auf diesem Audio-Interface definieren. Und in dem Fall, da der Raspberry Pi das Gerät ist, was dauerhaft an ist, ist das, was ich statisch konfiguriere und eine statische IP gebe. Und dann kann ich ihm hier auch noch schönerweise in systemd-network.de auch direkt sagen, dass er einen DHCP-Server aufmachen muss, soll ihm hier sagen, was für ein Pool-Offset, und dass er hier auch nicht ermitteln soll, dass er der Router von diesem Netzwerk ist, weil sonst schnappt sich euer, denkt euer Rechner, ah, ich kann darüber ja routen, und versucht dann darüber Pakete rauszusenden, was euer Routing kaputt macht im Zweifel, und dann habt ihr plötzlich kein Internet mehr und wundert euch.
Ja, SystemD Network D ist schon irgendwie so sein eigenes, oder SystemD ist schon sein eigenes Betriebssystem langsam geworden, aber hat auch seine Vorteile. Und jetzt auf dem Client-Rechner, jetzt also auf dem Desktop und auf dem Laptop, sieht das Ganze ziemlich ähnlich aus. Nur, dass das Audio-Network-File halt anders aussieht, da schreibt man jetzt einfach rein, dann soll halt DHCP machen und dann kriegt er halt eine IP-Adresse in dem Bereich von Raspberry Pi. Und damit haben wir schon mal ein Netzwerk, was jetzt einfach nur lokal zwischen den Geräten existiert. Und darüber können wir jetzt miteinander sprechen. So, vielleicht kurz zu Pipewire. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt oder nicht kennt. Im Prinzip ist Pipewire eine Neuentwicklung für Desktop-Audio. Früher hat man halt mal nur Alza verwendet und dann gab es irgendwie das Problem, dass nur ein Programm gleichzeitig auf den Lautsprecher zugreifen konnte. Und deswegen wurde dann Puls-Audio geschrieben, um quasi auf von mehreren Programmen gleichzeitig Lautsprecher und Mikrofon benutzen zu können, also irgendwie so Management. Das ist dann aber irgendwie auch in die Jahre gekommen und Pipewire ist irgendwie so aus dem gleichen Gedanken heraus entstanden, nur für Video. Und dann wurde das nochmal ein paar Mal neu geschrieben. Also die Infos, die ich jetzt hier drin stehen, die habe ich hier von dieser Zusammenfassung von llvn.net, ist auch in der Pipewire-Dokumentation verlinkt. Und im Endeffekt, in dem Moment, als das Ganze immer weiter optimiert wurde, wurde ein neues Projekt raus, Pipewire, und inzwischen ist das von Red Hat gemanagt. Also der Hauptentwickler ist auch von Red Hat angestellt. Der beantwortet auch eure Issues tatsächlich. Also ich hatte ein Problem mit diesem Setup, das ich jetzt euch gleich vorstelle, wo ich dieses komische Problem hatte, dass wenn ich das Mikrofon verwende, nach einer Zeit mein Ton, also meine Stimme, immer mehr hochgepitcht wurde und nach einer Zeit klang ich wie ein Chipmunk. Sehr eigenartiges Problem. Ich habe das bei Pipewire das Issue eingereicht. Der Maintainer hat mir am gleichen Tag noch geantwortet und am nächsten Tag war das Problem gefixt. Also es lohnt sich, Bug-Reports bei Open-Source-Projekten einzureichen. Genau. Und im Prinzip, Pipewire ist jetzt erstmal das neue System, aber das implementiert auch einen Pulse-Audio-Server on top of Pipewire. Vor allen Dingen deshalb, um Backwards-Kompatibilität zu älteren Programmen zu liefern, sozusagen. So könnt ihr immerhin noch alle Programme, die irgendwie Pulse annehmen als Audio-Server, können das weiterhin verwenden. Und dann hat man halt einen Pulse-Audio-Server, der on top of Pipewire läuft. Und Pulse-Audio hatte auch eine Netzwerkschnittstelle. Man konnte in Pulse-Audio aktivieren, hey, ich möchte, dass dieser Server über das Netzwerk gemanagt werden kann und dass man da Audio übers Netzwerk hinsenden kann. Das läuft dann auch über TCP, was dann halt für die Latenz nicht besonders gut ist. Aber solange ihr in einem kabelgebundenen Netzwerk seid, ist das eigentlich kein Problem mit der Latenz. Wenn ihr über Wi-Fi geht, dann würde ich das jetzt nicht empfehlen sozusagen hier, aber für direkt kabelgebunden sind die Latenzen klein genug, dass ihr da keine Audio-Syncing-Issues zwischen Video oder so habt. Genau, und das kann man jetzt konfigurieren. Das braucht ein paar Schritte. Im Prinzip muss man Pipewire auf all seinen Geräten installieren. Ist eigentlich auch bei allen Distributionen soweit paketiert. Der etwas aufwendige Schritt, den ich jetzt hier nicht so sehr beleuchte, den ich aber in meinem Blogpost etwas ausführlicher beschreibe, was man dafür alles machen muss, ist auf dem Raspberry Pi den Pipewire so zu konfigurieren, dass es als Systemservice läuft. Weil standardmäßig Pipewire annimmt, dass es in einem User-Service läuft. Also Pipewire startet eigentlich, wenn du dich in einem System einloggst und die grafische Oberfläche startet. Heißt, man muss einen Haufen Konfigurationsfiles oder System-D-Service-Files anlegen, die im Prinzip die normalen mit User-Services überschreiben. Und außerdem muss dann weil man will das auch nicht als Root laufen lassen unbedingt, dann muss man halt auch dafür sorgen, dass halt, wenn man das unter dem Pipewire-User auf dem Raspberry Pi laufen lässt, entsprechend der Debus für Pipewire läuft unter diesem User. Und dementsprechend muss man halt im Login-CTL sagen, hey, starte diesen User, gib dem eine Session, damit auch die Runtime-Directories, auf die Pipewire dependent, existieren. Ja, das sind irgendwie... Weil Pipewire auch aus mehreren Komponenten besteht, nämlich einmal Pipewire, dann Pipewire Pulse und auch dem Media Session Daemon, sind das irgendwie für drei verschiedene Programme Service- und Socket-Files, was schon mal mindestens sechs SystemD-Service-Files sind, die man schreibt. Und ja, die Details davon sind eigentlich nicht so interessant, das muss man halt einfach machen. Und dann startet Pipewire schon mal auf dem Raspberry Pi bei Systemstart. Und das nächste, was wir
jetzt tun, ist im Prinzip Pipewire Pulse, also den Pulse Audio Server Teil von Pipewire, sagen, hey, du sollst über Netzwerk erreichbar sein. Und im Prinzip macht man das mit einer Konfigurationsdatei. Die sieht, das ist auch schon der ganze Inhalt davon. Man sagt hier diesen Pulse Properties, die Server Address, da gibt es einmal Unix Native, das ist der native Socket, über den Pulse Audio normalerweise spricht, was über den Debus ist. Deswegen braucht man auch diese Debus-Session. Aber hier unten kann man auch noch den TCP-Server anschalten. Und hier oben seht ihr in den Config-Optionen standardmäßig, kann das auch auf allen Interfaces listen. Aber wir wollen das ja eigentlich nur auf dem VLAN laufen haben. Dementsprechend trägt man hier an dieser Stelle die IP ein, die wir auch dem VLAN zugewiesen haben. Also die statische IP von Raspberry Pi auf dem Netzwerk. Und außerdem setzt mir hier unten diesen Client Access to Allowed vor, statt der Restricted. Wenn man das nicht macht, dann kann man kein Audio abspielen. Und ich meine, das ist ja jetzt eh nur ein lokales VLAN an dem Schreibtisch. Also da kann jetzt keiner von außen sich einfach anstecken und plötzlich da Sachen hinsenden. Dementsprechend ist das ja schon einigermaßen abgeriegelt. Genau, das war es schon auf der Raspberry Pi Seite. Und jetzt der letzte Schritt ist noch, ZeroConf zu konfigurieren. Und deswegen noch ein paar kurze Worte zu ZeroConf. ZeroConf oder Zero Configuration Networking ist ein Vorhaben, das selbstständige Konfigurationen innerhalb von Netzwerken tun soll. Das ist eigentlich eher für kleine Heimnetzwerke gedacht und ist jetzt auch aus dem Wikipedia-Artikel dazu rausgegriffen. Tatsächlich die entsprechende Arbeitsgruppe, die dafür existiert hat, hat aufgehört und ist zu keinem Ergebnis gekommen. Also es gibt da tatsächlich keinen Standard für in der Form, aber trotzdem gibt es Implementierungen davon für Linux, und das ist unter der AVAHI-Daemon. Also der muss laufen, damit das Ganze funktioniert. Und genau, also ich bin ja jetzt auch kein Experte dafür, aber im Prinzip, das macht irgendwie Service Discovery über Multicast-DNS. Das heißt, in eurem Netzwerk wird halt über Multicast reden die Geräte miteinander und announcen sich gegenseitig, was sie für verschiedene Services bieten. Und im Prinzip ist das jetzt auch wieder nur eine Konfigurationsdatei, die wir ja anlegen. Und die ist auch sehr, sehr kurz. Also auf dem Raspberry Pi wäre das jetzt hier diese, sagen wir im Prinzip einfach nur dem Pulse Audio Server, hey, lade bitte das Modul für Zero Configuration Publish. Und auf dem Client sagt man, hey, lade das Modul für ZeroConf Discovery. Und wenn jetzt der AVI-Daemon läuft und das Netzwerk richtig konfiguriert ist, sind wir jetzt an dem Punkt, dass einfach Dinge funktionieren sollten. Und wenn ihr euren Pulse Audio Volume Controller startet, also selbst wenn ihr Pipewire auf eurem Server verwendet, nur das normale Pavu-Control funktioniert weiter, weil das ja im Prinzip mit dem Pulse-Server-Teil von Pipewire spricht, dann seht ihr jetzt hier die verschiedenen Audiogeräte. Und bei den Geräten, die ihr über das Netzwerk bekommt, steht hier jetzt hinten dran Pipewire at dem Server sozusagen, also dem Raspberry Pi in dem Fall. Bei mir heißt der Dandelion, das ist einfach der Hostname von dem. Und da seht ihr, dass hier jetzt zwei Geräte verfügbar sind. In dem einen Fall ist das halt der USB, digital zu, der analog zu Digitalkonverter, nee, umgekehrt, der digital zu Analogkonverter, an dem auch mein Mikrofon dranhängt. Und das andere ist noch eine optische Audioschnittstelle, die ich per extra Modul auf den Raspberry Pi drauf getan habe, um halt noch eine weitere Anlage, die an meinem Fernseher hängt, ansteuern zu können. Aber eigentlich, also alle Geräte, die an dem Raspberry Pi Audio hängen, die werden da jetzt auch angezeigt. Und wenn ihr in den Eingabegeräteteil geht, dann seht ihr natürlich da auch euer Mikrofon. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ihr das tatsächlich jetzt auch schon so verwenden könnt, wie ein ganz normal angeschlossener Lautsprecher oder Mikrofon, und zwar auch gleichzeitig. Also ihr könnt den Laptop angeschlossen haben und den PC und gleichzeitig Audio von beiden Geräten auf die Lautsprecher spielen und gleichzeitig das Mikrofon an beiden Geräten benutzen. Und das hat jetzt natürlich schon irgendwie einen Charme, weil man nichts mehr umstecken muss und es funktioniert einfach. Und ihr könnt es auch ganz normal auswählen und hier über das Interface auswählen, worauf ihr abspielt und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt hier auch zum Beispiel das meine Lautsprecher, die direkt am PC hängen. Also die hängen nicht direkt am PC, die hängen am Raspberry Pi, aber die sind direkt neben dem PC, neben den Monitoren. Die sind jetzt halt auch einfach mein Default-Gerät. Genau. Also ja, das funktioniert soweit ganz gut. Seitdem das Issue behoben ist, dass ich nicht mehr wie ein Chipmunk nach einer halben Stunde klinge. Deswegen hatte ich das auch nochmal nach hinten verschoben. So, genau. Und was ist jetzt eigentlich mit der Webcam? Also jetzt noch eigentlich das letzte Thema.
Pipewire ist in der Theorie auch für Video zuständig und das tut es auch schon für Wayland-Sessions, irgendwie für Desktop-Sharing läuft das irgendwie darüber. Aber ich habe wirklich überhaupt gar keine Dokumentation darüber gefunden, wie das mit Webcams aussieht. Cheese tatsächlich, das ist so ein Webcam-Programm, das nutzt anscheinend schon Pipewire, um lokale Webcams zu nutzen. Aber ich habe nichts gefunden, wie man jetzt eine Webcam über Pipewire übers Netzwerk teilen könnte. Und ich weiß auch nicht, ob das in der Zukunft geplant ist. Das würde das Ganze jetzt nochmal angenehmer machen. Meine Lösung jetzt dafür, weil ich trotzdem keine Lust habe, irgendwie fummelig die Webcam per USB von meinem Desktop an die Dockingstation immer umzuschließen oder das an einen USB-Hub zu hängen, den ich hin und her schalte. Dementsprechend gibt es da noch eine andere Lösung für und die nennt sich USB oder USB-IP. Und das ist ein Projekt, mit dem kann man das USB-Protokoll über Netzwerk sprechen. Also das ist im Prinzip einfach eine Client-Server-Application und es hat immer noch den Nachteil, dass man jetzt die Webcam nur an einem Gerät gleichzeitig benutzen kann, weil man quasi manuell die Webcam an den Laptop oder an den Rechner per Command hängen muss. Aber man muss halt nicht manuell physisch irgendwas umstecken, was schon irgendwie ganz nett ist. So, und das ist eigentlich auch relativ simpel, weil das ist auch in den meisten Distributionen einfach paketiert. Man kann also USB-IP auf seinem Raspberry Pi installieren und auch auf seinem Desktop und Laptop. Und dann, wenn das soweit installiert ist und man den USB-IP-Daemon startet, dann ist eigentlich nur noch zwei Schritte, also ein Schritt wirklich nötig, damit es soweit erstmal gesetupt ist. Also man muss die Webcam sozusagen auf dem Raspberry Pi an diesen USB-IP-Daemon hinzufügen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Raspberry Pi ist und macht dann USB-IP-List-L, dann listet man alle lokalen USB-Geräte. Und in dem Fall sind das jetzt halt zwei Stück. Einmal hier mein Audio-Deck offensichtlich. Und das andere ist halt die Logitech Webcam. Und dann ist alles, was man macht, man bindet das Gerät an den Daemon mit einem Command. Dazu muss man halt hier diese Bus-ID eintragen. Und sobald man das gemacht hat, kann man jetzt vom Klienten schon mal fragen, was sind denn jetzt für Geräte eigentlich verfügbar? USB-IP-List-R und dann halt die IP von dem Raspberry Pi. Und dann kriegt man hier die Logitech Webcam angezeigt. Und alles, was man dann machen muss, ist entweder sagen, okay, ich attache jetzt das Gerät. Und dann kann man es verwenden, wie als wäre es am PC angesteckt. Also das taucht dann einfach als USB-Device auf und kann verwendet werden. Dementsprechend funktionieren dann auch alle Webcam-Programme damit, so als wäre das halt angesteckt. Und wenn man fertig ist, sollte man das dann aber auch wieder detachen, weil wenn man das nicht macht, der USB-IP-Daemon, der hat irgendwie keine Timeouts drin. Das heißt, wenn man seinen Rechner dann ausschaltet, ohne das detached zu haben, dann muss man einmal hier das Gerät manuell anbinden und wieder zurückbinden, damit es wieder verwendet werden kann. Aber mein Gott, also so ganz glücklich bin ich damit jetzt natürlich nicht, aber es funktioniert schon mal. Wie man jetzt hier an der letzten Folie sieht, das habe ich jetzt mit der Webcam am Raspberry Pi angeschlossen aufgenommen, während ich sie über USB-IP an meinem PC attached hatte. Genau, und das wäre jetzt der Punkt für Fragen, Wünsche und Anregungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Erste Frage wäre für mich, was hast du für ein OS auf dem Raspberry und was nutzt du lokal? Also lokal, sowohl auf meinem Rechner als auch auf dem Desktop habe ich ein Arch Linux installiert. Mhm. Auf dem Raspberry Pi fahre ich bei mir zu Hause auch Arch Linux. Mhm. Auf der Arbeit habe ich ein USB-IP-Setup mit einem Debian-basierten. Also halt aber auf Arbeit kein Pipewire, sondern nur USB-IP. Genau. Okay, ja, wollte ich gerade drauf ab. Ich hatte nämlich das gleiche auch oder ähnliches schon mal ausprobiert und hatte Probleme mit unterschiedlichen Pipewire-Versionen, weil es ja doch noch relativ jung ist und ja, habe ich dann erst wieder aufgegeben, weil hatte ich dann nicht mehr gerade den Akutbedarf. Ja, ich weiß nicht, was jetzt die genaue Version von Pipewire auf Debian-basierten Systemen ist, vermutlich älter, aber bei so Bleeding-Edge-Paketen ist es halt, also wie Pipewire das ja schon in aktiver Entwicklung ist, war eigentlich meine Erfahrung, dass auch Debian-Systeme da relativ zügig auch irgendwann nachziehen, weil das noch keine Major-Release-Version hat, auf die sie sich festgelegt haben. Ja. Dementsprechend kann man das durchaus wieder probieren. Okay.
Okay, das zweite wäre, du hattest eben von Wire Media Station gesprochen, hattest du schon mit Wire Plumber? Ich habe das mit Wire Plumber gemacht. Ah, okay. Also ich habe nicht Pipewire Media Station ist, glaube ich, auch nicht mehr. Ist deprecated und Wire Plumber ist jetzt offizielle Media Session. Genau, also ich setze auf allen Geräten Wire Plumber ein. Okay, hast du irgendwas in Wire Plumber explizit konfiguriert auch zu deinem Setup oder generell? Nee, in Wire Plumber nicht. Okay. Achso, eine Sache, die ich eigentlich noch erwähnen wollte, fällt mir jetzt gerade ein. Bei diesem Pulse-Streaming, ich habe hier auch noch diese Werte angepasst, diese Frac-Values hier und Quantum, die sind für das Senden von Audio verantwortlich. Die sind relativ hochgesetzt von den Default-Werten, was dazu führt, dass man einen relativ langen Delay hat, bis das Audio, was man am Mikrofon aufnimmt, auch am PC oder Laptop ankommt. Und das ist natürlich blöd, wenn man gleichzeitig Webcam verwendet, weil dann kriegt man einen Desync. Aber da das ja alles über ein lokales Netzwerk direkt an einem Switch angesteckt ist, sind die Latenzen eigentlich so gering, dass man diese Werte getrost hier runtersetzen kann. Und der einzige Kommentar, der in der Pipewire-Dokumentation dazu noch steht, ist, dass wenn man die Werte runtersetzt, sich die CPU-Last erhöht. Aber ich konnte jetzt auf dem Raspberry Pi da keinen nennenswerten Effekt sehen. Also das war dem ziemlich egal, dass ich das um wirkliche Größenordnung verkleinert habe. Also da war vorher bei dem, wo jetzt 5 Millisekunden steht, das war vorher irgendwie 2 Sekunden vom Default-Wert. Also eigentlich viel zu hoch gesetzt in meinen Augen per Default, aber genau. Wenn man das runtersetzt, dann kann man auch wunderbar mit Video chatten und man merkt nicht, dass das quasi über Netzwerk kommt. Ja. Letzte Frage zur Webcam. Weißt du, was man über USB-IP für Transferraten durchkriegt? Also ich habe mir aus Jux und Ballerei eine 4K-Webcam geholt, die auf jeden Fall mit USB 3 angeschlossen werden will, ansonsten liefert die nichts Sinnvolles. Also das ist jetzt keine 4K-Webcam, aber mir wäre jetzt noch nicht so krass was aufgefallen tatsächlich. Okay. Also ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch auf den Raspberry Pi drauf an, ob der eine entsprechend schnelle Netzwerkschnittstelle hat. Nee. Aber ja, keine Ahnung. Muss da einfach mal ausprobieren. Wäre bestimmt spannend. USB, also der Raspberry ist im Netzwerk ungefähr so schnell wie USB, weil jeder Raspberry, den benutzt, ist es über USB intern angeschlossen. Ja, wenn das heißt, aber USB 2. Nee, Raspberry 4, wenn dann schon, und da kriegst du ja schon durchaus. Ja, da. Also ich habe auch einen Vierer bei mir hängen, da hast du ein Gigabit-Netzwerk und USB 3. Also es hängt auch bei mir alles am USB 3. Also das Gigabit-Netzwerk. Ja. Erheblich. Okay. Ja. Meinerseits hätte ich keine Fragen mehr. Ich glaube, das ist der Call für Pizza. Ja. Okay.